Hallo meine YouTube-Freunde, hallo meine Tipp-Freunde, hallo meine Fußball-Freunde, hallo alle meine Freunde und vor allem meine HSV-Freunde. Die begrüße ich hier ganz herzlich aus Schnelsen, aus dem Homeoffice. Und die Tipps müssen laufen, das wisst ihr. Und wir haben Gott sei Dank die Nationalmannschaft überstanden. Mit Rudi Völler hat das ja wieder gemacht. Also ich muss schon sagen, ich habe gelesen, was die Leute da verdienen als Bundestrainer. Da bin ich rot geworden, da habe ich so einen Hals gekriegt. Aber Rudi hat das gemacht, mit Hand auflegen, hat das Ding klar gemacht. Und die Mannschaft war immer, hat sie gelaufen und ein bisschen Fußball gespielt. Aber lasst euch eins sagen, die Franzosen haben höchstens den zweiten Gang gespielt. Das dazu will ich auch nicht, ich will mich da auch nicht mehr zu äußern. So wie wir am Anfang, morgen Abend, sehr interessant, Nürnberg gegen Kräuter Fürth. Ein Derby, ein bayerisches Derby, also Franken-Derby, das hat was. Aber wie gesagt, Kräuter Fürth muss jetzt in die Schuhe kommen. Die haben mich bis jetzt total enttäuscht. So, und bei Nürnberg, da ist einfach einer gesperrt worden, aber die haben eine ganz geile Truppe zusammen. Nur Martinia, was der sich erlaubt hat, davor Roncalli, davor Ballett. Aber wie gesagt, als Torwart einen Fehler machst, der verlierst du so ein Ding, ne? Oder was weiß ich. So sieht's aus. Aber ich tippe mal, dass Nürnberg das gewinnt mit 1-0. Ja, dann haben wir auch noch ein schönes Spiel hier, auch Paderborn. Bin ich auch enttäuscht. Da habe ich auch mehr erwartet. Aber die haben auch ein paar Leute abgegeben. Haben auch mit den Trainer so ein bisschen Tarnheit gehabt. Gegen Wien, gegen unseren Kuschinski. Den kenne ich ja auch hier aus Hamburg noch von St. Pauli. Guter Trainer, gute Mannschaft, technisch gut. Und Paderborn auch gut. Ich würde sagen, ich tippe mal ein 3-3. Da werden Tore fallen, da bin ich voll überzeugt. Die haben schnelle Leute wie ihn. Und Paderborn hat ja auch immer ein, zwei gute nach vorne. So sehe ich das. Ein 3-3. Ja, dann haben wir, dann kommt HSV Elversberg. Ja gut, beim HSV muss ich sagen, da sind natürlich jetzt alle Nationalspieler, die waren ja unterwegs, die sind alle wieder zurück. Und Gott sei Dank, keiner verletzt. Alle haben auch ganz erfolgreich gespielt. Unsere Afrikaner in Afrika, und also unser Ambrosius und unser Ramsi in Afrika durften spielen, sind Nationalspieler von Ghana, das ist ja schon mal was. Und dennoch, Benes hat auch ein ordentliches Spiel gemacht. Aber sonst, rundherum sind sie wichtig, wieder gesund angekommen. Und der Trainer hat jetzt die freie Auswahl. Die volle Kapelle bis unser Ansi. Der läuft da rum, aber der läuft schon wieder sehr rund und ist schon wieder schön am Ball. Der kommt auch noch bald dazu, dann sind sie alle wieder dabei. Alles klar, so, das dazu. Ja gut, und Elversberg, einmal sehr gut gespielt und in Düsseldorf wieder schwach. Aber wer in Osnabrück gewinnt, die können nicht schlecht sein. Also wer die unterschätzt. Und meint, man kann damit dreimal den Ball hochhalten und dann ein bisschen HSV singen, das Ding da gewinnen. Die täuschen sich gewaltig. Das ist ein ungeiles Stadion, 8.500 Leute und dann eng, da kann der, wenn der andere unser Ludo in die Ecke tritt, dann kannst du den auf den Arsch hauen mit der Hand. Also es ist sehr unbequem da, auch wenn Walter alles wieder gut redet und wir sind gut, aber es ist schwierig da. Das Wichtigste wäre, wenn wir da schön hinten sicher stehen und ein schnelles Tor machen, dann können wir sogar vielleicht da ruhig das Ding gewinnen. Aber ich sage euch eins, unterschätzt mir die Elversberger nicht. Das wird eine ganz heiße Partie. Die werden um ihr Leben laufen, aber ich muss schon sagen, also mit unserer Auswahl jetzt, wir haben ja eine klasse Truppe zusammen, da führt ja kein Weg vorbei, aber wir werden auch nochmal verlieren. Aber ich glaube nicht in Elversberg. In Elversberg werden wir 2-1 gewinnen, nehme ich mal an. So, das ist mein Ergebnis. Oder nochmal an die Jungs, haut reines Tango. Ne? Wo, wisst ihr denn, wo Elversberg liegt? Ja, logisch. Aber wir wollen, ich habe für jeden Verein Respekt. Und meine oder unsere Truppe und der HSV werden 2-1 gewinnen, nehme ich an. Und wenn das nicht ist, ist das Pech. Oder, wie gesagt, nicht überheblich, Jungs. Sonst kann das Ding in die Hose gehen. Und dann haben die Hasser und Pöbler wieder allerlei auf dem Zettel. Seht zu, dass sie die Spitze oben verteidigt und am besten noch ein bisschen ausbaut. Das wäre geil. Mein Tipp ist 2-1. So, jetzt würde ich mal weitermachen. Jetzt wird er langweilig.
Jungs, ich bin morgen noch mal da und dann kriegt ihr noch mal richtig Feuer, alles klar. Tschüssi. Na, das ist auch. Dann wollen wir weitermachen, dann haben wir Rostock-Düsseldorf. Sehr interessantes Spiel, haben wir Rostock zu Hause sehr stark schon gewesen. Aber Düsseldorf hat eine gute Truppe, technisch auch gute Truppe. Hat natürlich jetzt mit dem Zoller, wie der heißt, der nach Pauli gegangen ist, nicht den Stürmer gekriegt, den sie haben wollten. Also ich traue Hansa Rostock was zu. Ich sage, das wird ein 1-1. Ja, dann haben wir sondern nochmal auch eine hochinteressante KSC gegen FCK. Das Ding ist offen. FCK, so eine Übermannschaft ist das auch nicht. Die sind mit KSC auf einer Höhe, sage ich. Und das wird ein 2-2. Ja, dann haben wir natürlich 20.30 Uhr ein hochinteressantes Spiel. Also wer jetzt Schalke 04 schon abschreibt, ne, Schalke gegen Magdeburg, der schneidet sich jetzt eigene Fleisch. Schalke ist noch lange nicht weg nach 5 Spielen. Und ich will euch eins sagen, wenn das auch nicht bis zum Winter nicht ganz klappt, die kaufen sich noch was im Winter in der Pause ein, da bin ich von überzeugt. Ja, Magdeburg ist im Moment die Mannschaft der Stunde. Nicht? Also was wir jetzt als, die sind ja keine Favoriten gewesen. Aber sind da oben mit dabei und ich finde das ja schön. Da habe ich ja noch ein paar Bekannte oder auch Freunde dabei. Das muss ich schon sagen. Aber Schalke in Gelsenkirchen jetzt, also die dürfen nicht mehr verlieren und die verlieren auch nicht. Ich sag mal, das gewinnt Schalke 3-2. Ja, da haben wir St. Pauli gegen Holstein Kiel. Auch eine Riesenüberraschung, Holstein Kiel. Ich habe ja noch ein bisschen gelästert, nicht unberechtigt gelästert. Das wissen die Kieler auch. Das Ding war verschenkt in der Vorrunde da, gegen Heidenheim und gegen Darmstadt, das wisst ihr. Abgeschenkt. Aber das ist jetzt vergessen. Ja, und dann muss man natürlich sagen, die haben eine junge Truppe, spielen oben mit, sehr erfolgreich und die lassen den Holpi sogar draußen und viele kommen gar nicht mehr rein. Das muss eine gute Truppe sein, haben den Wahl verloren, guten Mann zugekriegt. Und St. Pauli, da ist der Irvine verletzt, der Kapitän, das ist schon mal eine Nummer. Und der Zoller hat immer noch mit der Oberschenkel, der kann auch nicht. Oh ja gut, da muss man natürlich sehen, da spielt der Heimvorteil natürlich eine große Rolle. Und natürlich noch eins, muss man sagen, St. Pauli hat ja nach vorne hin nichts. Jetzt haben sie den Zoller ja in Düsseldorf abgehakt, was natürlich, glaube ich, auch nicht ganz fair war, aber das ist mir auch egal. Also ich sag mal, das riecht nach einem 1-1. St. Pauli holt sein Kiel 1-1. Ja, dann haben wir Sonntag nochmal Herder gegen Braunschweig. Ja, auch hochinteressant. Wer da verliert, muss ich natürlich, also Herder auch, schreibt Herder BSC noch nicht ab. Die sind auch langsam, die kommen auch langsam, nur die Abwehr muss natürlich, wenn du 6 Tore kriegst oder was, der muss natürlich dort der Herder aber hinten was machen. Ich traue den Torwart auch nicht viel zu von der Herder BSC. Und Braunschweig, gute Trummel mit Uccia vorne. Also ich muss schon sagen, das hat Herder lange noch nicht gewonnen. Also ich nehme an, dass das auch, ich will nicht immer unentschieden tippen. Ich sag mal, das gewinnt Herder BSC 1-0. Ja, dann haben wir Hannover 96 gegen Osnabrück. Auch ein hochinteressantes Spiel. Hannover hat eine gute Mannschaft. Die haben da gute Leute dazugekriegt. Das haben wir ja gegen uns gesehen. Da haben sie natürlich gegen 10 Mann nicht so gut ausgesehen, aber trotzdem ist egal. Osnabrück, ich gucke jetzt gerade, ja, die Osnabrück, die müssen jetzt gewinnen, Tobi Schweinsteiger, sonst sieht das natürlich ganz dünn aus, also ihr müsst auch mal einen Punkt auswärts holen, aber ich traue es den Leuten nicht zu, also ich sag mal, das gewinnt Hannover 2-0. So, das sind meine Tipps, Jungs, und wenn ihr noch was anderes habt, dann geht es nochmal weiter. Und dann nochmal was für viele Erben, will ich nochmal ein kleines Ding machen. Viele packen die Koffer in Kiel, kommen nach Hamburg und dann fängst du ja wieder ganz vorne an und dann läuft das auch. Da in Kiel bist du falsch aufgehoben. Alles klar, das sind meine Worte. Du bist ein Hamburger und kein anderer, kein Kieler. So ist das. Und Pellenpeter will ich hier sehen und nicht anders. Fang unten wieder an, Kohle hast du und dann geht das weiter, nur der HSV. Aber in Kiel, was willst du in Kiel? Alles klar, nur der HSV, hau rein ins Tango. So Jungs, das waren meine Tipps, ob ihr zufrieden seid oder nicht. Schickt mir Feedbacks, aber nicht unter der Gürtellinie. Das wird Peter nicht haben, ist ein Hohn, Alter. Ist das klar? Tschüssi. Und dann noch was.
Ich wünsche euch alles Gute, schönes Wochenende und eure Vereine mögen gewinnen. Also alles gut, tschüssi. Wie immer respektvoll. Alles gut, tschüss. Brassau, sag ich nochmal. Ohne Respekt, tschüss.